Jede chemische Reaktion muss aktiviert werden, und zwar ist die Energie, die dazu notwendig ist, um diese chemische Reaktion zu aktivieren, die nennt man Aktivierungsenergie. Diesen Begriff musst du dir bitte merken, Aktivierungsenergie. Und zwar gibt es verschiedene Energieformen, durch die eine Reaktion aktiviert werden kann. Und zwar kann eine chemische Reaktion zum Beispiel durch Druck aktiviert werden, durch Wärme, durch Licht, durch chemische Energie. Was chemische Energie ist, erkläre ich dir gleich an den Beispielen. Und zwar wollen wir uns mal einige Beispiele angucken, wie man chemische Reaktionen aktiviert und welche Energieform dafür notwendig ist. Hier haben wir eine Knallerbse, und zwar kann man diese Knallerbse aktivieren durch Druck. Ich habe jetzt einfach mal mit meinem Finger hier drauf gedrückt. Was aber auch geht, wir können die Knallerbse nicht nur durch Druck aktivieren, sondern auch durch Reibung hier, wie wir das sehr schön gesehen haben. Das heißt, es gibt einige chemische Reaktionen, wie zum Beispiel die Explosion einer Knallerbse, die wir durch Druck und durch Reibung aktivieren können. So, als nächstes nehmen wir jetzt mal ein Gemisch aus etwas Kaliumchlorat, und zwar, das ist ein brandfördernder Stoff. Davon gebe ich mal etwas hier in den Mörser. Eine ganz kleine Menge, weil das ist eine relativ gefährliche Reaktion. Und zwar jetzt verteile ich das erstmal hier ein bisschen auf einer ungefähr Centstück großen Fläche. Und da gebe ich dann ein ganz bisschen roten Phosphor drauf und vermenge das dann miteinander. So, schön gleichmäßig verteilen. So, bloß nicht zu viel, weil das gibt eine heftige Reaktion. Und zwar jetzt reibe ich das mit dem Mörser ganz leicht auseinander, verteile das. Und wir können hier relativ schön sehen, dass das eine ziemlich starke Explosion gegeben hat. Wenn wir uns mal angucken, was zum Beispiel in solchen Streichhölzern hier drin ist, dann ist der rote Phosphor der Stoff, der hier auf dieser Reibefläche ist, und das Kaliumchlorat ist verarbeitet mit noch einigen anderen Stoffen in diesen Zündkappen hier oben. Und wenn man das Ganze miteinander reibt, also so ein Streichholz kann man normalerweise nicht durch Reibung aktivieren, indem ich das zum Beispiel auf einem Tisch oder diesem groben Beton reibe, so geht das nicht an. Und zwar ist das nämlich die Energie, die hier in den Stoffen drin ist, die dafür notwendig ist. So können wir das Streichholz dann aktivieren. Die Reaktion hier in dem Mörser eben, die haben wir auch durch Reibung bzw. Druck aktivieren können. Genauso wie zum Beispiel, wie wir das eben gesehen haben, hier das Zünden eines Streichholzes. Als nächstes gebe ich mal etwas von einem Reaktionsgemisch hier auf ein Keramikdrahtnetz und erhitze das Ganze von unten mit dem Brenner. Und hier an dieses Reaktionsgemisch kommt gar keine Flamme dran, sondern das Drahtnetz wird nur von unten erwärmt, und nach einer gewissen Zeit jetzt fängt es an zu qualmen und die Wärmeenergie steigt. Und wir sehen eine ziemliche kleine Verpuffung. Und da ist die Reaktion jetzt abgelaufen, der Stoff ist komplett abreagiert. Und hier haben wir ein Beispiel, wo eine chemische Reaktion durch Wärme aktiviert worden ist. So, was wir hier auf dem Urglas sehen, ist etwas Eisensulfid. Und da packe ich jetzt ein bisschen Salzsäure drauf. Und zwar sehen wir jetzt, wenn wir ganz, ganz genau hingucken, einige winzig kleine Blasen, die aufstehen, die nicht aufsteigen, sondern dass es so ein bisschen sprudelt. Was wir jetzt nicht wahrnehmen können, da wir natürlich noch kein Geruchsfernsehen haben, es kommt jetzt ein unglaublicher Gestank nach faulen Eiern. Das kannst du zum Glück zu Hause nicht riechen im Moment. Und diese Reaktion, die wird aktiviert durch die Energie, die in den Stoffen vorhanden ist. Das heißt, es gibt viele Stoffe, wenn die einfach nur zusammenkommen, dann reagieren sie miteinander. Das heißt, dann spricht man von chemischer Energie. Hier zeige ich dir noch ein Beispiel, wo es sich um chemische Aktivierungsenergie handelt. Und zwar haben wir hier Kaliumpermanganat und Glycerin.
Das beides geben wir zusammen. Ich habe hier in dem Reagenzglas Kaliumpermanganat vorgelegt und da gebe ich jetzt etwa 5 Tropfen Glycerin rein. Und dann gucken wir mal und warten ab, was passiert. Das dauert ein bisschen und jetzt sehen wir schon Rauchentwicklung und eine chemische Reaktion findet hier statt, wo wir sehen, das Kaliumpermanganat wird umgesetzt und diese Reaktion wurde nur dadurch aktiviert, dass zwei Stoffe miteinander in Berührung gekommen sind. Eine weitere Energieform, durch die eine chemische Reaktion aktiviert werden kann, ist Lichtenergie oder auch Licht. Und zwar haben wir hier gleich etwas Chlorgas in dem Reagenzglas gemischt mit Wasserstoffgas zu gleichen Teilen und das Ganze aktivieren und zünden wir mit Hilfe eines Fotoblitzes und da kannst du dann wirklich mal sehen, dass eine chemische Reaktion durch Licht aktiviert wird. Was auch sehr schön ist in der Natur ein Beispiel und zwar die Photosynthese. Bäume würden sozusagen auch nicht im Dunkeln wachsen, das heißt, wenn wir es nur noch dunkel hätten auf der Welt, dann würden die Pflanzen auch eingehen, weil auch das eine chemische Reaktion ist, nämlich die Photosynthese. Und diese Photosynthese braucht Licht, um abzulaufen, um aktiviert zu werden.